Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild, denn The Sims hat mal wieder eine Challenge gemacht, die Dino Shell. Und die dachte ich, ja, ich bin mal wieder hier dabei. Ich habe jetzt ja ein paar Mal nicht mitgemacht, aber die habe ich jetzt so gesehen gehabt, als ich Sims 4 gestartet hatte. Und da dachte ich so, da nehme ich doch jetzt einfach mal teil, weil ich hatte Lust zu bauen und das war dann schon ganz praktisch, ja. Yeah. Und ja, ich habe tatsächlich nur so ein ganz normales Haus gebaut quasi. Ihr seht jetzt hier, wie ich so ein bisschen struggle. Aber das gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Genau. Und ich habe gar nicht so viel, also normalerweise hier erzählen wir ja so ein bisschen so, also ich erzähle hier so über mein Leben in Speedbuilds, weil ich kann nicht die ganze Zeit nur über dieses Bild reden und das ist halt dann, ja, dann haben wir hier so einen kleinen Austausch, Leute. Aber ich weiß gar nicht, das Einzige, was ihr eigentlich schon wissen sollt. Am Samstag startet das Sims 2 Let's Play, woo! Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin auch schon richtig gespannt. Ich habe den ganzen Store-Content installiert, weil ich habe gesehen, dass den jemand hochgeladen hatte. Weil der Store ist ja schon lange tot, ne? Also den kann man gar nicht mehr erreichen eigentlich. Aber ja, also jemand hat den hochgeladen for free und dann habe ich das einfach alles installiert und das heißt, wir haben dann die komplette Sims 2-Erfahrung. Ich bin richtig gespannt. Also ich freue mich auch schon sehr darauf, auf das Let's Play. Es wird halt so ein Erkundungs-Let's Play, sage ich mal, ne? Also es wird jetzt keine Challenge oder so. Aber ja, mal schauen, was wir dann daraus machen, ne? Ich weiß auch noch nicht, in welcher Stadt oder so. Das wird dann alles relativ spontan passieren, was mich dann so anspricht. Ja, also ich freue mich aber auf jeden Fall ganz dolle. Und ja, wie ihr hier seht, ich versuche das so ein bisschen modern, Anführungszeichen, zu halten. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so gut darin, moderne Sachen zu bauen tatsächlich. Also ich versuche es immer, aber irgendwie ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, dass das halt dennoch ganz okay geworden ist. Also ich bin auch ganz zufrieden. Also es ist auf jeden Fall ein Haus, was man ganz gut nutzen kann, denke ich. Es ist natürlich ein bisschen wild auch, aber wann ist es das mal nicht? Ja, und dieser Feiertag, letzten Freitag, hat mich auf jeden Fall sehr verwirrt, weil ich habe tatsächlich mein Video da hochgeladen, obwohl ich ja eigentlich immer samstags uploade. Ich habe es einfach irgendwie vercheckt. Also ich kann schwören, ich habe es sogar noch geändert, weil ich es eigentlich vorher noch gemerkt habe. Aber entweder hat YouTube es nicht übernommen oder ich habe es vielleicht doch nicht geändert. Man weiß es nicht so genau. Es könnte beides halt sein, ne? Aber ja, es ist halt Freitag online gegangen. Das heißt, wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr ja schauen. Da kam nämlich die Lucky Legacy online. Und Moon heute Geburtstag. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall nicht verpassen. Weil das ist ja unsere nächste Generation und das ist natürlich dann schon wichtig, ne? So, genau. Und ich habe jetzt hier so den Eltern noch so einen kleinen Balkon gegeben, weil ich das halt schön fand. Wenn die schon keinen so ein, also man baut ja oft halt so das Elternzimmer, dass die so ein Badezimmer haben, also für sich. Aber ich fand jetzt nicht, dass da genügend Platz für wäre. Hallo Bella. deswegen meinte ich so, okay, dann kann ich ja den wenigstens dann da vorne halt so einen kleinen Balkon geben, dass die halt so ein bisschen was Besonderes haben. Ja, also es ist mir auf jeden Fall teilweise ein bisschen schwer gefallen, aber ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, dass das hier was Vernünftiges wird, ne? Ja, also ich ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass diese Fenster da so ein bisschen zugestellt sind. Also, I don't know. Manche würden jetzt sagen, oh nein, das war unrealistisch, aber würde ich gar nicht mal unbedingt sagen.
I don't know. Also mir gefällt es halt trotzdem, deswegen kann es mir ja egal sein, ne? Ja. So. Letzte Woche ist auch diese Animal Crossing-Dings zu Ende gegangen, tatsächlich. Also diese kleine Serie mit den drei Parts, wo ich meine Animal Crossing-Bewohner als Sims erstellt habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da ja auch mal reinschnallen. Wie immer. Also, das klingt jetzt immer so, als würde ich hier so krass wie Werbung machen und so, aber ich meine jetzt mein eigener Content. Also, ich kann doch darauf verweisen. Ihr müsst es ja nicht anschauen, wenn ihr nicht wollt. I don't know. Ich habe ja auch in dem Sinne jetzt nicht so viel davon, wenn ihr euch das anschaut, so, ne? You know. Also, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann tut es gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über alles. Also, wenn sich das jemand ansieht, finde ich das immer richtig schön, weil ich meine letztendlich, ich rede hier in so eine Kamera mit meinem PC und hoffe, dass sich das irgendwer anhört. Und wenn nicht, ist das halt schon ein bisschen weird. Deswegen ist das natürlich auch meine Hoffnung, dass sich das hier irgendwer anschaut. Weil sonst wäre das hier schon ganz, 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 ganz seltsam. Aber ja, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, Leute. Also ich meine, so ein paar Leute schauen sich das auf jeden Fall immer an. Und das finde ich auch ganz toll. Also ich freue mich da auch sehr drüber. Ich meine, letztendlich, also ich schaue mir die Videos ja auch immer nochmal an, um zu gucken, ob alles okay ist. Das heißt also, ich bin auf jeden Fall mein treuster Fan. Ich schaue alle meine Videos, Leute. Mehrfach beim Schneiden, beim Aufnehmen theoretisch und dann nochmal zum Kontrollieren und dann vielleicht sogar nochmal zum Kontrollieren. Also, das ist schon hardcore, du. Also, mehr Fan kann man hier gar nicht von mir sein, glaube ich. Oh, nein, also ich finde es manchmal auch einfach richtig unangenehm, meine eigenen Videos anzugucken, aber ich muss es halt machen, weil ich muss ja checken, ob das in Ordnung ist. Und ich meine, schneiden sollte ich sie halt auch, weil sonst ist es halt teilweise ein bisschen langweilig, weil ich teilweise wirklich in meinen Let's Plays wirklich rede, teilweise so 5 Minuten lang gar nicht. Weil halt nichts passiert so. Es ist dann irgendwie Nacht oder so im Let's Play. Was soll da passieren so? Die schlafen. Da muss ich jetzt nicht immer irgendwas erzählen. So, und dann rede ich halt mal irgendwie 5 Minuten nicht. Und wenn ich das so hochladen würde, das wäre schon ein bisschen weird. Deswegen, also ich finde das mit dem Geschnittenen eigentlich schon ganz gut. Also ich bin grundsätzlich auch ganz zufrieden mit dem, wie die Displays so sind. Und ich meine, es kommt ja auch ganz gut so generell an. Ja, genau. Hey. Ich hoffe, dass ich das dann diesen Samstag, dass ich es dann normal am Samstag hochlade und dass ich nicht wieder verwirrt bin. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt diese Woche frei, wo ihr das Video hier seht. Und da werde ich wahrscheinlich ganz, also so ein bisschen was vorproduzieren für die kommenden Wochen oder zumindest die Woche drauf oder so, dass das halt auf jeden Fall weitergeht mit den 2 Videos die Woche, weil ich habe ja gesagt, dass ich es gerne machen würde. Und bisher klappt das ja ganz gut. Deswegen mal schauen. Und wie gesagt, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich habe jetzt ja auch für nächste Woche habe ich ja auch noch die Idee, dass ich dann die Kinderfreunde, die potenzielle Freunde für Moon in dem Lucky Legacy Spielstand, dass ich die umstyle so. Und ja, das würde ich dann einfach, also es ist ja für mich jetzt in Anführungszeichen keine schwere Arbeit, ne? Also ich würde es ja so oder so machen, da kann ich es auch aufnehmen. So, und dann wäre das halt ein zusätzliches Mittwochsvideo so. Also da muss ich ja dann auch nur ein Voice-Over machen. Also es ist in Anführungszeichen ja leichte Arbeit für mich, aber es ist halt mehr Content für euch und da freuen sich ja viele Leute. Und der Algorithmus freut sich auch, weil der würde halt, also es ist ja wirklich so, je mehr du hochlädst, ist es tatsächlich eigentlich, also es ist schon wichtig, dass du viel hochlädst, so, ne? Und auch regelmäßig. Und deswegen ist dieses 2. Video die Woche schon auch gut. Also, das klingt jetzt so, als wäre ich jetzt so richtig geil danach, irgendwie Subs oder so zu bekommen. Also, klar, also ich freue mich darüber, Abonnenten zu bekommen, etc., etc., etc. Aber man muss halt auch sagen, so, also es geht mir jetzt halt auch nicht nur darum, ne? Also, es ist halt für mich wichtig einfach, dass hier tatsächlich Leute zuschauen, weil sonst könnte ich auch für mich privat spielen, so, ne? Also, deswegen, klar, möchte ich, dass das hier Leute sehen. Und vielleicht auch mal ein paar mehr Leute. So, deswegen
muss man ja schon so ein bisschen drauf achten, dass man halt auch was dafür tut, dass halt auch eventuell neue Leute hier hinfinden könnten. Ja, deswegen, ne? Also ich bin jetzt ja auch nicht so extrem, ne? Also ich könnte auch jeden Tag irgendwie irgendwelche Trash-Videos hochladen, nur damit halt irgendwie mehr Leute hier zuschauen könnten, weil das den Algorithmus füttert. Aber das ist ja einfach, das bin nicht ich, ne? Also 2 Videos die Woche ist immer noch ziemlich wenig für den Let's Play-Channel so. Aber I don't know, mehr schaffe ich halt nicht und das ist auch in Ordnung. Und entweder finden halt Leute auch den Kanal oder halt nicht, ne? Und entweder mögen sie es oder halt nicht. Also ich kann auch verstehen, also ich bin halt auch manchmal ein bisschen anders. Aber, oh, sorry. Grundsätzlich versuche ich ja schon, dass ich sehr inklusiv bin. Also, dass ich halt versuche, dass sich jeder hier wohlfühlt auf meinem Kanal. Ne? Also egal, welche Herkunft oder welche Sexualität, Identität oder Religion oder was auch immer. I don't know. Also es ist mir halt auch im echten Leben ziemlich Wumpe. Was du bist, in Anführungszeichen, so solange du als Person halt cool bist, so habe ich halt kein Problem mit dir, ne? Und das so spiele ich halt auch Sims. Wenn also das klingt jetzt vielleicht weird, aber wenn ich mit meinen Sims spiele und das Gegenüber beleidigt mich die ganze Zeit in Game, dann möchte ich natürlich mit dem auch nichts zu tun haben. Außer es hat vielleicht story-wise irgendwas dazu beizutragen, so, ne? Aber ansonsten, I don't care, so. Also, for real jetzt. Also, wenn du cool zu mir bist, dann werde ich auch mit dir zu tun haben, so, auch wenn du vielleicht anders bist, so, ne? Also, deswegen, also, ist es hier halt auch einfach jeder willkommen, ne? Also, grundsätzlich. Also ich meine, ich finde, das merkt man aber auch. Die Leute, die Kommentare schreiben, sind eigentlich immer alle sehr respektvoll und höflich. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, ne? Also wenn halt auch Kritik geäußert wird oder so, ist es immer sehr freundlich verfasst auch, ne? Also das finde ich auch sehr wichtig. Das habe ich ja auch in meiner Videobeschreibung stehen als Kommentarregeln so, dass da halt dann steht, ja, hier bitte keine beleidigenden Inhalte und bitte konstruktive Kritik und so. Und ich finde, dass sich daran gut gehalten wird. Also ich weiß auch nicht, ob die meisten, ne, aber also ich sehe halt bei anderen Kanälen halt häufig schon fiese Kommentare so. Also jetzt nicht unbedingt unter Sims-Channeln. Also ich glaube, die Sims-Community ist generell schon relativ offen so. Aber ja, es ist halt bei anderen Sachen halt schwieriger. Deswegen bin ich halt einfach froh, dass es hier halt anders ist, ne? Also dass ich halt auch nicht so damit konfrontiert werde, die ganze Zeit irgendwie beleidigt zu werden oder so. Also, wenn das passieren würde, so, ich würde den Kommentar einfach löschen, weil ich sehe es halt einfach nicht ein, dass halt so viel Negativität hier ist. Ich möchte halt, dass das halt so ein positiver Ort ist, wo man halt so ein bisschen abschalten kann auch. Und ja, also zumindest ist es auch das, was mir so rückgemeldet wird, ne? Also, dass das halt wirklich der Kanal ist, also ein Kanal ist, wo die Leute halt auch abschalten können. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist halt genau das, was ich erreichen möchte mit diesen Videos, dass man halt so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal lachen kann und vielleicht einfach mal ein bisschen abschalten kann und so, ne? Also ich meine, Let's Plays sind schon teilweise ein bisschen weird und wild, aber wenn es den Leuten gefällt, ist es auch schön, also. Und es gefällt halt nicht jedem. Das kann ich mir, also das ist klar, also es kann nie jedem gefallen, so, ne? Aber also, mir gefällt es, wie ich die Videos mache. Und so ein paar Leuten da draußen gefällt das ja auch, was ich hier mache. Und das ist ja eigentlich das, was man hier erreichen möchte, wenn man hier irgendwie Videos hochlädt, ne? Wie gesagt, also, wenn es noch ein paar mehr Leute wären, wäre natürlich cool. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht der Typ, der jetzt dann alles dafür tut, hier irgendwelche neue Leute ins Boot zu holen, ne? Also, ich habe dann in meiner Videobeschreibung steht ja zum Beispiel auch, also es wäre total cool, wenn du es mit deinen Freunden teilen würdest. Musst du aber nicht machen, also nur wenn du willst. So, ne? Also, weil ich bin halt nicht der Typ, der sagt, teilt das Video mit euren Freunden, like das Video und keine Ahnung. Also, ich bin halt einfach nicht so, ne? Also, ich weiß, dass es schlecht ist so für Algorithmus und sowas, weil Leute halt schon noch relativ häufig vergessen, dass
Also halt zu liken zum Beispiel. Aber ich bin halt einfach nicht der Typ dafür, der halt danach bettelt, sag ich mal. Also ich denke mir so, also ich fände es halt einfach schön, wenn man sich selber dran denken könnte bei meinen Videos, weil ich halt einfach. Also ich finde, es wirkt immer so ein bisschen gezwungen. Also es ist kein Shade an irgendwen, der immer sagt, also da jemand, der sagt, ja, bewerte das Video oder so. Also es ist vollkommen legitim, das zu sagen. Es ist halt einfach nur nicht mein Stil. Aber ja, deswegen, also es ist in Ordnung. Ich habe ja den Channel auch damals gestartet. Da hatte ich die Bewertungen auch noch aus, ne? Also, weil ich war ja vorher auf einem anderen Channel und da habe ich mir zu viel aus diesen Bewertungen gemacht, so. Dann hatte ich die Bewertungen halt bei dem Channel ausgeschaltet und irgendwann habe ich sie wieder angemacht, weil ich dachte, okay, ich glaube, ich kann mittlerweile damit umgehen. Und also, ich habe zwar trotzdem teilweise noch ein paar Probleme damit tatsächlich, aber ich bin trotzdem nicht der Mensch, der sagt, bitte bewertet mein Video. Also, I don't know. Also, wenn ihr das möchtet, dann go for it. Wenn nicht, dann ist es aber auch voll in Ordnung, ne? Also, ich bin, was das angeht, ziemlich offen, würde ich sagen. Also, ist schon in Ordnung so. Ja. Und das war halt, denke ich, auch schon erstmal alles, was ich so zu diesem Thema zu sagen hatte. Also, ich denke, dass ihr grundsätzlich meinen Gedankengang auch verstehen könnt. Wenn nicht, wir können darüber ja auch gerne in den Kommentaren noch sprechen. Also die Kommentare sind, also egal was für einen Kommentar ich bekomme, ich bin einfach immer froh. Also es ist halt einfach schön, Kommentare zu bekommen. Aber auch da zwinge ich natürlich keinen. Ne? Also ist natürlich schön, auch Kommentare zu bekommen, die halt auch inhaltlich in irgendeiner Form Sinn machen. Und wenn man halt dann irgendwas dazu sagt, keine Ahnung. Also ich habe manchmal auch Probleme, Kommentare zu schreiben, bin ich ehrlich. Also ich versuche es halt immer ein bisschen mehr zu machen, aber es ist teilweise schon schwierig, irgendwas zu finden, was halt auch Sinn ergibt, weil es vielleicht noch kein anderer geschrieben hat oder so. Und manchmal möchte man ja auch einfach nur genießen und gar nichts dazu sagen, sondern freut sich halt einfach, aber möchte halt einfach nichts sagen so. Und das ist vollkommen legitim. Also ich verstehe das auch, wenn ich dann keine Kommentare bekomme. Also ich bin dann nicht böse oder so, aber wenn ich Kommentare bekomme, bin ich mal so, oh mein Gott, das ist süß. Ja, es ist schön. Also generell, ich mache diese Sache ja auch sehr gerne, ne? Und ich denke, das merkt man auch. Ja, das Bild ist jetzt soweit auch schon fast zu Ende. Und jetzt möchte ich euch das Ganze dann einmal zeigen im Game nochmal, wenn man das ja immer nicht so gut erkennen kann, im Speedbild selber. Deswegen sehen wir uns jetzt gleich einmal in-game. Hallihallo, da bin ich wieder. Wir haben hier die Dino Shell Challenge. Und da gehen wir einmal in den Baumodus rein. Hier neben ist übrigens die Every Room is a Different Pack Challenge, glaube ich. Oder Different Style. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube Style. Ist auch egal. Wir haben hier unser schönes Häuslein. Ich finde, es ist ganz cool geworden. Also, es ist halt mal was anderes, was ich gebaut habe. Normalerweise, also, ne, es ist auf jeden Fall anders, wie gesagt. Es ist halt auch nicht so viel Landscaping, aber ich finde es halt trotzdem ganz süß. Ich habe hier so Skulpturen draufgestellt, weil ich das ziemlich witzig fand irgendwie. I don't know, weil diese Flächen werden so nicht benutzt. Und das ist halt irgendwie, I don't know. Ich fand es irgendwie passend. Dann, wenn man reinkommt, hat man hier halt so einen kleinen Eingangsbereich, den ich halt eigentlich ganz süß fand. Hier sind so die Schuhe und so, fand ich eigentlich ganz nett. Und dann kommt man ja auch schon hier direkt zur Küche, die ich auch sehr schön fand. Also ich finde diese Farbe von diesen Countern so hübsch, ne? Ohne Witz. Und ja, also ich finde es eigentlich ganz sweet so. Also es ist auf jeden Fall eine Küche, die würde ich in Real Life, die würde mir auch gefallen. Dann haben wir hier Pet Bowls, weil ich das eigentlich ganz süß fand, wenn die halt eventuell Tiere haben würden. I don't know. Außerdem muss ich diesen Platz ja auch ein bisschen füllen. Und dann, ja, habe ich jetzt keinen Platz gehabt für einen Coffee Table, weil das halt natürlich dann ein sehr kleiner Wohnzimmerbereich war. Aber dennoch fand ich das hier eigentlich ganz süß mit der Couch und dem Fernseher hier, ne? Also, I don't know, finde ich halt schön. Dann haben wir hier noch so einen Kamin und so einen kleinen Bereich hier, ne? Das ist das Badezimmer. Also ich habe mir tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, mal ein bisschen mehr Deko zu platzieren, weil meistens verpatze ich das irgendwie ein bisschen. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz schön. Und dann hier ist der Essbereich. Der ist jetzt nicht so spannend tatsächlich. Aber ja,
das ist auf jeden Fall ausreichend, ne? Also es ist halt ein Essbereich. Dann, wenn wir hochgehen, dann sind wir hier im Flur. Da ist natürlich auch nicht so viel los. Da habe ich hier so eine Staffelei hingestellt und so eine Pinnwand. Die Wäsche fand ich auch realistisch, dass die hier so steht, ne? Also, ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber, ne? Hier ist nochmal ein kleines Badezimmer, wo nur ein Klo drin ist. Das ist halt auch eigentlich ganz nett. Also ich habe halt irgendwie nichts hier vernünftig reinbekommen und ich wollte halt die Tür auch nicht noch mehr. Ich hasse das nämlich, wenn die Türen so an der Ecke sind oder hier so, ne? Also wenn die dann so in der Ecke sind. Deswegen, ja, habe ich es jetzt halt so gemacht und ich finde es trotzdem halt ganz nett. Hier ist dann das Kinderzimmer. Ich denke, man sieht, dass das Kind Sport mag. Ist doch eigentlich eine ganz süße Sache so. Also auch grünlich gehalten. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Dann ist hier noch ein Badezimmer, wo halt nur eine Dusche drin ist. Finde ich auch gar nicht so unrealistisch. Gerade wenn halt das andere Badezimmer hier dann nichts drin hatte. Und dann, ja, ist halt hier nur eine Dusche drin. Ne? Also, und hier so Putzzeug, ne? So, dann habe ich hier das Schlafzimmer der Eltern. Finde ich auch sehr cool. Also ich mag das Farbschema sehr gerne. Ich habe diese neue Tapete benutzt. Und ich finde es so hübsch. Ja, bin ich ehrlich. Also es ist zwar jetzt auch nicht so viel hier drin, aber ich finde es dann einfach sehr gemütlich. Und dann nach draußen gehst dann zum Balkon, wo ein Schachtisch steht. Hätte man vielleicht auch noch mehr draus machen können. Aber ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden eigentlich mit dem Ganzen. Es muss ja nicht immer alles so maximal vollgestellt sein und so. Und so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Jetzt laden wir das Ganze vielleicht nochmal gemeinsam hoch. Das Ganze kostet 62.000 Simoleons. Das ist, ja, nicht so gut tatsächlich. Also ich dachte, das wäre vielleicht weniger. Hashtag DinoShell ist, glaube ich, der Hashtag gewesen. Moment, ich gucke das vielleicht lieber nochmal nach, weil ich möchte das in einem richtigen Hashtag posten. SimsyDino ist der Dings. So, Hashtag SimsyDino. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach in meine Galerie gehen. Also, mein Name ist der Mooly Girlie. Könnt ihr in der Galerie teilen. Zack. Und es ist hochgeladen. Hier seht ihr dann Mooly Girlie. Ich habe 8 Follower. Not to brag, aber... Ja, und da habe ich halt auch nochmal ein paar weitere Sachen auch hochgeladen, wenn es laden würde. Da ist beispielsweise auch mein Simself, falls ihr Interesse habt, Leute. Ja, also wenn ihr Interesse habt, hier mal durchzustöbern, dann guckt in der Galerie nach Mooly Girlie. Und damit beende ich jetzt dann auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!